Hauer. Da. Ihr könnt sie wahrscheinlich nicht hören, aber sie lacht jetzt schon. Na, wie geht's euch? Das war der schönste Start, den ich jemals hatte. Meine Wand ist hier, ich kann dich nicht headpatten, es tut mir leid. Fass mich an. Meine Wand ist hier. Na komm. Na komm. So, hallo Helmut, nicht auf. Und hallo. Was denn? Was denn? Was ist denn? Was siehst du da hinten? Ich gucke auf meinen Chat. Hallo Helmut, hallo Nudelsuppe. Ich gucke auf meinen Chat. Wir machen jetzt eine Roomtour, okay? Du stellst diese Wohnung vor. Ey Leute, was geht ab? Jetzt kommt wieder Roomtour in unserer neuen Bude. Komm mal rum, ich zeig jetzt erst diese Ecke. Das hier ist meine Literaten-Ecke. Hier habe ich ganz viele Bücher, die ich sehr gerne lese. Wie zum Beispiel Polo-Grindex. Mein Lieblingsbuch. Und häufig sitze ich hier und mach Kreuzworträtsel. In die Luft? Ohne Buch? Das ist hauptsächlich immer meine kreative Phase. Manchmal spiele ich auch mit mir selbst Sudoku oder mache richtig schönes Tic-Tac-Toe mit mir selbst. Wer gewinnt? Meistens verliere ich, aber das ist nicht so wild. Niemand. Niemand gewinnt. Es ist nicht mehr unentschieden. Es ist einfach eine Niederlage für beide. Wie geht das? Das ist mein extra XXL-Bett. Mir hat damals der Verkäufer von den Betten gesagt, es reicht auch ein kleines Bett, hier wird eh keine Frau schlafen. Bis heute hatte er recht, aber heute habe ich eine Dame. Nein, wir werden sehen, was passiert. Nein, wir werden gar nichts sehen. Komm, bitte. Das hier ist meine weihnachtlich eingerichtete Ecke. Hier sitze ich häufig und gucke dann das gleiche Bild an. Also das ist ein Foto. Das ändert sich nie. Doch, das ist, glaube ich, das ist die Musik im Hintergrund. Ja. Die habe ich ausgemacht. Ich habe mich extra schon eingerichtet mit dem Weihnachtsbaum. Wie gesagt, ich lebe alleine. Das sind meine Geschenke von mir. Dann habe ich auf dieser Seite ein weiteres Sofa. Das ist, wenn ich mal den Fernseher aus einer anderen Perspektive sehe. Was ist denn los? Hier ist übrigens meine Bilderecke. Ich habe überlegt, ob ich die Bilder überall im Raum verteilt anbringe, aber dann dachte ich, nein, alles in einer Ecke. Das passt so sehr gut zusammen. Und warum stehen die Bilder die Dinge hinterm Sofa so ganz... Ich hatte nur vier Nägel. Ich wohne aber erst seit 2 Jahren hier. Okay, dann cool. Sind das hier aber auch meine vier Lebensphilosophien. Du und ich, weil ich awesome. Warte. Ich bin auch ein Philosoph, der mich selbst leben. It always seems impossible until it's done. Mhm, hast du mir selbst geschrieben. Auch ein Satz, den ich sehr gerne sage, oder I love... Ja, natürlich. Das sind alles meine Zitate. Wie auch I love you more than chocolate. Ebenfalls mal wieder ein Spruch von mir an dich. Und zum Schluss, Type is a beautiful group of letters. Okay, cool. Ich weiß nicht, was ich damit aussagen will. Ja, ist okay. Du lebst hier schon seit 2 Jahren, wahrscheinlich hast du es einmal vergessen. Genau. Das sind meine Masturbationssocken. Ansonsten habe ich hier noch... Was? Das sind Weihnachtssocken. Was für Masturbationssocken. Die müssen so groß sein. Die Bilder hier müssen noch in die Ecke da. Das habe ich noch nicht gemacht. Das kommt noch. Und ansonsten haben wir hier noch meinen Balkon. Mhm. Es ist ein bisschen problematisch, weil ich lasse die Tür eigentlich im Winter immer gerne offen, damit es richtig schön scheiße kalt ist, auch wenn ich den Kamin dann habe. Ansonsten, ja, ich lebe halt mitten im Schneesturm im Nichts. Ich glaube, ich sterbe hier irgendwann. Das ist okay. Und es wird Jahre dauern, bis jemand mich findet. Aber okay, das ist okay. Ich meine, du musst ja die Kälte schon gewohnt sein, oder? Ich meine, du wohnst hier seit 2 Jahren. Das stimmt. Und hier habe ich meinen Kamin. Und der ist halt... Ja. Ich habe einen hohen Holzverbrauch. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, hier draußen ist es kalt, ne? Was ich gerne noch hätte, wäre eine Küche, eine Toilette, aber sagen wir mal so. Das braucht man nicht. Man kann nicht alles haben. Ja, nee. Ist schon okay. Das ist, ich, ich,
Ich kann auch woanders hinkacken, das ist okay. Wo machst du hin, wenn ich fragen darf? Das finden wir nachher heraus. Bitte sag es mir. Ich muss es wissen. Siehst du den Regenschirm einfach? Was? Stell ja nicht deinen Regenschirm rein. Okay, ich will es doch nicht mehr wissen. Ich liebe übrigens die Lichterketten. Die sind super. Ja, die habe ich mal aufgehangen, oder? Also vor, als ich hier eingezogen war und ich habe keine Leiter mehr. Ich komme dann ran. Deswegen bleiben die dafür immer. Achso, okay. Die kriege ich auch nicht aus. Die verbrauchen meinen Strom und ich habe echt ein Problem. Steckdosen sind nämlich in der Decke verbaut. Achso, irgendwie, wieso kletterst du nicht einfach aufs Sofa oder so? Deutsch. Wie scheißt es? Danke, als ob ich noch nicht selbst auf die Idee gekommen wäre. Ich meine, du könntest dir auch einfach eine Leiter holen. Ich besitze keine Leiter und ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben, aber hier sind keine Supermärkte. Okay, ja, aber ich meine, irgendwann müssen sie doch raus. Sind sie immer alleine? Hallo? Hallo? Als ob du extra den Hall angemacht hast dafür. Ist das Antwort genug, ob ich hier immer alleine bin? Ja, ist okay. Das war wundervoll. Dankeschön für diese Roomtour. Ich hoffe, ihr seid glücklich. Das war Kermas Roomtour. Wo kaufst du dein Essen? Ich jage dich. Du kaufst ja. Du dich meinen kleinen Hasen dann laufen und springen. Nein, bitte nicht. Über den Balkon und sprinte. Okay. Das macht mir Angst, okay. Kannst du Kermit besser zeigen, wie seine Form genauer studieren? Okay. Zu meiner Verteidigung ist es kalt hier drinnen. Ist okay. Ich wollte nur deine Form studieren. So stand es übrigens gerade auf meiner Brille. Oh, es tut mir leid, ich kaufe dir eine neue, ist okay. Weißt du, wie lange es dauert, bis ich zum nächsten Optiker hier komme? Ist okay. Hier führt nicht mal einen Weg zu meiner Haustür. Kann man überhaupt raus? Ich glaube, man kann gar nicht raus, ne? Nee. Mein Schloss klemmt. Dein Schloss klemmt. Ach, deswegen jagst du auch immer über den Balkon, damit du rauskommst. Ja. Ah, okay. Und das ergibt Sinn. Manchmal sehe ich hier so einen Hasen langlaufen und denke ich mir so, nein, den krieg ich eh nicht. Du kannst einfach das Fenster öffnen. Hast du da mal schon dran gedacht? Okay, Frau Schlauberger, dann sagen Sie mir mal, wo es aufgeht. Nee, sagen Sie mir mal, wo es aufgeht. Ja gut, wieso sind da denn keine Henkel? Du stehst in der Kamera. Das weiß nicht, aber ich habe Gardinen. Ich habe Gardinen, die bis hier gehen. Aber wieso kann man das Fenster denn nicht öffnen? Dann stehe ich hier so. Dann starre ich meine Nachbarn an. Damit sie nicht bemerken, dass ich da bin. Du hast gar keine Nachbarn. Oh, warte, da siehst du das da hinten. Deswegen. Da ist hinter dem Nebel, da ist eine Stadt. Warte. Was? Könnt ihr das sehen? Ich gehe mal nur in die Richtung. Ich geh mal nur in die Richtung raus. Aber da ist eine Stadt. Hinterm Nebel. Das gibt's ja nicht. Okay, ist okay, Kermit. Ist okay. Leute. Ich will hier raus. Ganz ruhig. Essen, normales Essen. Du kannst einfach über den Balkon rüber, dann einmal um das Haus rum und dann in die Stadt. Das ist klug. Wir sehen uns später. Moment, nicht jetzt. Ich kacke gerade, Künstler. Okay. Sorry. Warum macht er so komische Bewegungen? Das ist halt einfach Kermit. Das ist seine Natur. Das ist auf meine Fingernägel schauen und danach so. Mhm. Er ist ein bisschen eingebildet. Bisschen eitel. Ja, ein bisschen so. Vor allem, wenn Damen im Haus. Wie oft sind denn Damen im Haus? Es tut mir leid. Moment, hier.
Kann ich mich daneben setzen? Ja. Das funktioniert so nicht. Warum ist dein Arm so lang? Nicht nur mein Arm. Sei ruhig. Ihr müsst wissen, Leute, Nakaya kommt ja aus Österreich und Nakaya hatte heute schon Weihnachten, weil in Österreich ist Weihnachten früher als im Rest der Welt. Okay, an Weihnachten. Wann macht ihr so Bescherung? Macht ihr es so am 24. am Tag? Macht ihr es so abends vor oder nach dem Essen? Macht ihr es vielleicht am 25. oder macht ihr es 5 Tage früher? Um 12. Leute, ihr wisst nicht, was er meint. Die Sache ist, Chrissy hat Nakaya ein Paket geschickt zu Weihnachten. Wir haben Nakaya ein Paket geschickt. Und sie hat es halt einfach heute schon geöffnet, obwohl es nicht der 24. ist. Deswegen macht er sich darüber lustig. Es kam an, im Geschenkpapier, und dann kannst du, oh, ein Geschenk für den 19. Was die Leute nicht wissen, Jesus kam 5 Tage früher zur Welt. Aber nur in Österreich. Nur in Österreich. Ist okay, Nakaya, ist okay. Ich weiß noch damals, als sich Leute dann immer als Weihnachtsmann verkleidet haben und jetzt macht das keiner mehr. Haben sich mehrere bei dir als Weihnachtsmann verkleidet? Nein, aber hallo, meine Tochter, hier sind deine 6 Weihnachtsmänner. Such dir einen aus. Aber Mama, warum sind sie oberkörperfrei? Das ist nachher mein Geschenk. War das um Mitternacht? Ich weiß es nicht, wenn wir die Geschenke mal aufgemacht haben. Was denn? Fragst du mich? Nee, ich meine bei mir, in der Familie. Also, ja, deswegen, du hast mich fragend angeguckt. Nein, du hast mich fragend angeguckt. Deswegen habe ich dich fragend angeguckt. Du hast zuerst fragend geguckt. Nein, du hast zuerst fragend geguckt. Okay, also erstmal möchte ich gerne, dass du... Du hast ja gesagt, dass du meistens immer verlierst, ne? Ja. Dann spiel mal kurz eine Runde Tic-Tac-Toe gegen dich selbst. Ich möchte gucken, wie du verlierst. Ob das stimmt oder... Das ist aber nicht richtig. Jedes Mal. Was tust du denn? Okay, versuch das in die Felder zu machen. Ja. Was tust du? Das ist nicht richtig. Weißt du überhaupt, wie man Tic-Tac-Toe spielt? Kermit, was ist das für eine Matheform? Das ist nicht Tic-Tac-Toe. Sieht man das? Ja. Okay, stell dich dahinter. Falls es überhaupt geht, die Tür ist im Weg. Kannst du so spielen? Ich schreibe dann auf meine Lippen. Okay. Okay. Okay, du fängst an. Also du musst in die Felder, entweder hier oder da oder da oder da oder da. Huch. Nein, 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 nicht da. Nein, Kevin. Weiter nach oben. Nicht zu weit, nein. Ein bisschen weiter runter. Kannst du bitte drauf gucken? Ja, genau. Da kannst du es... Nein, 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 nicht da. Jetzt machst du richtig. Ja, cool. Keiner hat gewonnen. Siehst du? Du hast weder verloren noch gewonnen. Nein, das zählt nicht. Hörst du auf zu schubbeln? Sieht das Haus vom Nikolaus, wow. Er hat einfach das Haus vom Nikolaus gemacht in Tic-Tac-Toe. Okay, Leute, ich würde sagen, Kermit hat gewonnen.